Der Betriebsabrechnungsbogen oder auch abgekürzt BAB ist das zentrale Instrument der Kostenstellenrechnung. Er dient dazu, die Gemeinkosten auf die Kostenstellen zu verteilen und dann daraus Gemeinkostenzuschläge auf die Einzelkosten für die Kalkulation zu ermitteln. Ich werde in diesem Film anhand eines abgespeckten Beispiels den Betriebsabrechnungsbogen nur schematisch erklären. In einem anderen Video werde ich ein umfangreicheres Zahlenbeispiel genauer darstellen. Der Betriebsabrechnungsbogen ist in Prüfungen oder Aufgaben meistens tabellarisch aufgebaut. In der ersten Spalte stehen die Gemeinkostenarten, dahinter deren Betrag und dann folgen die Kostenstellen. Zunächst werden jetzt die Gemeinkostenarten auf alle Kostenstellen verteilt. Verursachungsgerecht. Das bedeutet meistens anhand eines Umlageschlüssels. In der zweiten Stufe werden dann die aufgelaufenen Kosten der Hilfskostenstellen auf die Hauptkostenstellen verteilt. Das nennt man die innerbetriebliche Leistungsverrechnung. Warum? Weil hier innerhalb des Betriebes Leistungen erstellt werden, die auch im Betrieb bleiben, die also nicht nach außen gehen. Die Hilfskostenstellen arbeiten für die Hauptkostenstellen. Also werden die Kosten der Hilfskostenstellen auf die Hauptkostenstellen umverteilt. Sie werden weiterberechnet. Die Hilfskostenstellen werden entlastet und die Hauptkostenstellen werden belastet. Anschließend bildet man dann in den Hauptkostenstellen die Summen der Gemeinkosten. Jetzt kommen die Einzelkosten wieder hinzu und man bildet aus dem Verhältnis der aufgelaufenen Gemeinkosten zu den Einzelkosten den Gemeinkostenzuschlag für die Kalkulation. In unserem Beispiel 185.000 Euro aufgelaufene Gemeinkosten, 100.000 Euro Einzelkosten. Das bedeutet einen Gemeinkostenzuschlag von 185%. Fassen wir noch einmal zusammen. Der Betriebsabrechnungsbogen dient dazu, die Gemeinkosten auf alle Kostenstellen zu verteilen, anschließend eine innerbetriebliche Leistungsverrechnung durchzuführen, also die Umlage von den Hilfskostenstellen auf die Hauptkostenstellen, und dann in der letzten Stufe aus den aufgelaufenen Gemeinkosten einen Gemeinkostenzuschlag auf die Einzelkosten zu ermitteln.